Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ein Update wird heute auf die Welten aufgerollt, auf die es noch nicht drauf ist. Bis jetzt kam das Update erst auf S31 Deutschland und in Zukunft wird es jetzt auf allen anderen Sachen auch kommen. Aber was bringt das Update? Eigentlich nur eine große Sache. Der Berserker wird etwas überarbeitet und dadurch wird der Mage gebufft. Und das ist doch mal eine coole Sache. Der Mage-Buff sieht so aus, dass der Berserker nicht mehr seine Fähigkeit einsetzen kann. Das heißt, wenn wir mal kurz in der Arena gucken, ob wir hier einen Berserker finden. Natürlich jetzt gerade nicht. Dann schauen wir mal in der Ehrenhalle, ob ich hier mal kurz einen habe. So, hier haben wir einen und den greifen wir mal schnell an. Und wenn wir jetzt gucken, der greift einmal an, ich greife wieder an. Und da seht ihr, dass er mal einfach mal ausrastet und mehrere Schläge hintereinander macht. Und das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein können. Das wird der Berserker bei Magier nicht mehr machen können. Im Gegenzug dazu macht der Magier auch nur noch halb so viel Schaden wie jetzt beim Berserker. Aber wenn man mal guckt, was der gerade so angerichtet hat, war das schon ziemlich krass. Und das macht die Kämpfe, finde ich, gegen Berserker viel konstanter. Weil bis jetzt, theoretisch hätte ich gegen einen Level 10 Berserker verlieren können, wenn der einfach mal hier 10, 20 Mal hintereinander angreift. Okay, jetzt ist es auf 15 Mal gedeckelt, aber ich frage mich, der hat eine Chance von 50%. Und dass der 15 Mal hintereinander angreift, die Chance ist so super gering. Also für PvP ist das auf jeden Fall, finde ich, viel besser, besonders für die anderen Klassen. Und ich glaube mal, dass es auch dazu führen könnte, dass in einigen Ehrenhallen die Berserker, die so ganz weit oben stehen, jetzt so langsam vielleicht weiter nach unten rutschen. Weil wenn wir mal gucken, hier sind einige Magier dabei und die werden die auf jeden Fall nicht mehr so schnell wegputzen wie jetzt und auch öfters mal gegen die verlieren. Wenn die dann gleich viel Equipment haben in etwa, da kann man mal von ausgehen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine schöne Änderung. Das Ding kommt bald. Leider keine neuen Dungeons oder andere große Änderungen, aber die Klassen, die jetzt neu hinzugekommen sind, ich glaube mittlerweile sind es schon 9 Stück, müssen ja auch mal angepasst werden. Das ist ja auch eine schöne Sache. So, ich hole mal hier das Gold ab. Da gibt es so einiges. Und mal gucken, was habe ich hier für eine Quest. 5-mal Dungeon oder Pet Habitat versuchen. Ja, mal gucken. Gehe ich mal Da ganz in bist Ruhe du an. ja. Dann machen wir mal erstmal eine kurze Quest hier. Oh, Inventar ist voll. Guten Morgen. Ja, warum ist mein Inventar voll? Ich habe mal ein bisschen rumprobiert, ob ich mit der Edelsteinmine schon Gold machen kann. Und die großen Edelsteine bringen auf Stufe 75 schon mehr wie 150. Also ich glaube, ob vielleicht schon so ab Stufe 70 hätte das sein können, wo die den Punkt überschritten haben, wo es mehr wie 150 Gold gibt, weil 150 kostet mich ja die Suche. Da, 150 und Holz und Stein kann man ja vernachlässigen, wenn die Edelsteinmine auf Stufe 1 ist. Und ich versuche so langsam jetzt schon mal mich ranzutasten, ab wann sich das lohnt, immer Edelsteine zu suchen, um dafür ein bisschen Gold zu machen. Also wenn Kann ich ich mal dir gucke, helfen? ein Skillpunkt sind mittlerweile aber schon, naja, selbst Ausdauer müsste ich schon mehr wie 10 oder gute 10 Edelsteine verkaufen von den großen. Aber die kleinen und mittleren, die sind noch nicht dran. Ich habe hier mal getestet, der war irgendwie mit Stufe 73, habe ich den gefunden. Und den jetzt mit Stufe 75, also das steigt schon enorm an. Da würde ich mal spekulieren, wenn ich jetzt noch ein oder zwei Level aufsteige, dann ist der mittlere Edelstein auch schon über 150 und damit würde sich das auf jeden Fall schon lohnen, das zu suchen. Also ich würde mal sagen, so ab Stufe 77 kann man dann Edelsteine suchen. Können wir ja mal gucken. Ich kann ja mal eine Edelsteinsuche starten und dann überspringen wir mal kurz. Ich zocke mit dem Schal dann Guten Morgen. eh nicht mehr, wenn ich dann jetzt hier auf dem neuen anfange. Ich kann ja mal hier ein bisschen. Nee, ich verkaufe mal die Waffen. Das ist mir jetzt sowieso alles egal. Ich will jetzt nur die Edelsteine für die Statistik hier sammeln. Wir können ja auch mal ein bisschen was verskillen. Und mal einen Dungeon-Versuch machen. Das würde ja auch ein bisschen XP geben. Mal gucken. Oh, kein Platz im Rucksack. Wieso habe ich jetzt keinen Platz? Oh, im Kessel gibt es doppelt so viel Kohle. Guten So viel Zeit Morgen. muss sein. Hilft ja den anderen auf dem Server auch ein bisschen, wenn wir hier was verkaufen. Wo habe ich da jetzt die Schuhe her? Da habe ich ja gar nicht mal aufgepasst. Bestimmt in der Quest bekommen. So, mal gucken, wie sieht es denn hier aus? Also wenn der nicht crittet, mache ich mehr Schaden. Okay, da bin ich wieder vorne. Aber ich glaube, er hat angefangen zuzuschlagen.
Okay, überlebe ich das? Oh, das war knapp. Also noch ein paar Tries, dann liegt er auf jeden Fall. Das ist Kennst schon du mal dich hier gar in der nicht so Gegend verkehrt. aus? Nehmen wir mal die kurze Quest, die gibt mehr XP. Gut. Haben wir ein paar Minuten Zeit, um auf die nächste Stufe zu kommen. Guten Morgen. Und auch noch eine Sanduhr, sehr nice. Guten Morgen. Also so zockt sich's auf jeden Fall echt geschmeidig, wenn man das hier mit den Sanduhren überspringt. Ja, da habe ich Ich schon die muss Hälfte dir der was Stufe zeigen. geschafft. Mal gucken, wie weit das. Ah, hier lang. Oh, ein Ei. Das ist ja mal nice. Dabei wollte ich die jetzt gar nicht suchen. Und da sind wir schon mal eine Stufe höher. Ein Pet mehr. Das ist sehr Ich schön. schütze die Wildnis. So, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich muss auf jeden Fall den Ton jetzt ein bisschen leiser machen, weil das stresst Guten gerade. Morgen. So, die kurze Quest. Oh, noch ein Ei. Das ist schön. Und das, obwohl ich die jetzt gar nicht suche. Wenn ich dann gezielt auf die Eiersuche gehe. Oh, ein Ei und eine Sanduhr. Schön, Hier ist dich ja zu richtig was sehen. los. So, die gab 60.000. Und noch ein Ei. Das ist ja wie Ostern hier. So, und noch eine schöne Quest. Eine Zitrone, ne? Das ist doch auch mal Schütze die schön. Wildnis. So, 5 Minuten Quest mit 25. Das ist immer noch besser. Und noch eine Kannst du mir Brombeere. helfen? Das geht ja richtig ab. Also ich freue mich wirklich schon jetzt, wenn es auf dem anderen Server so richtig losgeht. Was denn? So, und welche nehmen wir? Die Quest. Reicht es schon zum Level Up? Oh, ne, eine brauchen wir noch. Ja. Okay, sind nur kurze Quests, weil ich jetzt meine Aluhalle habe. Oh, hat nicht Du gereicht. siehst irgendwie so Dann ganz trinken wir mal entgeist und was. verlegen. Und die ist nicht so gut und reicht auch nicht. Dann mal Ich noch. will nur das Jetzt Beste. müssen wir aber ohne rauf zu gucken, wie viel XP ich noch brauche, würde ich sagen, das reicht aus. Und juhu! So, und da ich hier nicht ewig warten will, beschleunige das Ganze mal. Würde ich später natürlich nie machen. So, war der das jetzt? Ja, war der lila, ne? Oh, das ist ja mal richtig wenig. 119, also 120 Gold. Ging ein ganz bisschen hoch. Ja, verkaufen wir mal die Waffe und suchen mal gleich noch einen. Also ich glaube, das würde sich auf jeden Fall noch nicht lohnen. Also wenn ich jetzt mal gucke, das sind dann, na sagen wir, über den Daumen 120 Gold, 30 Gold minus gemacht. Und selbst wenn der mittlere, nee, der wird dann auch noch nicht drin sein. Gucken wir mal, überspringen wir mal. Wir haben ja nur 26 Pilze da. Wieder ein kleiner. Oh, den können wir verkaufen. So, jetzt kommt mal ein mittlerer oder ein großer. Wäre mal schön. Also eigentlich ein mittlerer. Ey, ich verzweifle hier noch. Kein Platz im Hallo? Rucksack. Ja, das ist klar. Also Sonnepilzverschwendung. Oh, der arme Char. So. Der. Also was hatte ich eben gesagt? Der bringt 30 Gold minus und der macht aber 36 Gold plus. So, jetzt muss ich nur noch wissen, was der mittlere Edelstein bringt. Und naja, haben wir noch 17 Pilze. Wir machen mal. Entschuldigung. Ein bisschen Platz im Inventar. Wieder ein großer. Wir brauchen einen mittleren jetzt. Für alles für die Statistik. Da gibt es bestimmt irgendwelche schönen Seiten im Meine Internet, Waren wo das sind schon die drin steht. besten. Okay. Der bringt 13 Silber. Gibt es ja nicht mehr, aber 0,13 mehr. Also würde ich sagen, ab Stufe 76 lohnt es sich auf jeden Fall schon. Also jetzt nicht mit Pilzen unbedingt. Also hier machen wir knappe 30 Gold minus. Und wenn wir hier mal gucken, ist 36 Gold plus. Also machen wir mit dem mehr plus wie mit dem minus. Und die Chancen sind, glaube ich, gleich, ob man jetzt große, kleine oder mittlere findet. Also da müsste alles ein Drittel sein. Und wenn diese Annahme jetzt stimmt, dann müsste ich erst mal gucken, dann gibt es auf jeden Fall ab hier Gold plus. Und dann würde ich sagen, kann man ab hier schon mal, ab der Stufe anfangen, Edelsteine zu suchen. Wäre mal Langeweile, also die Holzkosten und Steinkosten kann man mal echt vernachlässigen hier. Ein Stein und zwei Holz, das ist ja nix. Das mache ich hier in ein paar Sekunden und vielleicht nochmal einen Angriff. Das kriegt man auf jeden Fall wieder rein, alle 30 Minuten mit Arbeiterquartier 10. Das wird jetzt nochmal ein paar Minuten schneller, wenn das fertig ist. Also
Kann ich mir auf jeden Fall schon mal für den nächsten Server merken. Ab Stufe 76 kann ich damit anfangen, Edelsteine hier ordentlich zu schürfen vorher, nur wenn ich sie wirklich brauche. Für die Ausrüstung natürlich, da kann man die ja auch reinstecken, aber mir geht es ja eher darum, die Dinger zu verkaufen und langfristig den Char besser zu machen. Also, natürlich der Bonus, den es gibt, muss man gucken, ob sich das lohnt. Also, wenn man schaut beim Skillen, also ich könnte ja selbst das schlechteste Attribut, was ich geskillt habe, gerade mal verkaufen, wenn ich hier so einen großen Boni hier habe. Und im Endeffekt sind es ja nur 6 Gold, die ich plus mache. Also selbst das lohnt sich ja nicht wirklich. Also ich würde mal sagen, ab Stufe 76 kann man anfangen mit dem Suchen, aber so richtig lohnen tut sich ja mit jeder weiteren Stufe. Ja, mal guckt hier, ich glaube, der Stein, der ist 2, 3 Level her. Also vielleicht war der auch, ja doch, 3 Level vielleicht, und da sind schon 20 Gold Unterschied. Also wenn ich dann auf 77 bin, da rechnet sich's richtig, da ist der mittlere dann auch gut drüber. Der kleine ist ein bisschen näher dran, der wird dann vielleicht schon na, auf über 120 Gold auf jeden Fall sein. Also die Werte interessieren mich mal jetzt mal gar nicht, aber allein schon nur fürs Gold. Das wird eine schöne Sache, ja. Hey, wie ich schon wieder abschweife, eigentlich wollte ich nur ein bisschen über die News reden, jetzt haben wir die ganze Zeit über Edelsteine gequatscht. Aber auch okay. So. Also ich freue mich schon riesig auf EU4, wenn das Ding startet. Ist nicht mehr so lange hin. Heute im Laufe des Tages wird bestimmt auch die Info kommen, Guten welche Morgen. weiteren Events jetzt überall sind. Also eigentlich ist es ja schon sicher, was jetzt auf den anderen Servern kommt. Und dann passt das. So, Wasser. Ich glaube, mit Feuer sollte ich nicht angreifen. Der andere hat auch 3 Wasserpads. Ich habe noch nichts zum Füttern. Also wenn ich gewinne, dann mit Wasser gegen Wasser, da habe ich keinen Nachteil. Aber Schatten macht mehr Schaden, aber da habe ich nur ein Pad. Ich probiere einfach mal Wasser gegen Wasser. Mal gucken, das ist ja wirklich eine Glückssache. Die sind exakt gleichen Attribute. Oh, fuck, da hat er schon Bonus. Wieso schlägt der zweimal mehr zu? Das ist doch echt unfair. So, das sieht nicht gut aus. Wieso mache ich so wenig Schaden und er so viel? Er macht 21 kritisch, ich 22. Hier mit ein bisschen Blocken könnte man es noch hinkriegen. So, jetzt muss ich noch dreimal treffen, kritisch. Noch zweimal kritisch. Oh, geblockt. Und jetzt darf ich nicht mehr getroffen werden. Fuck. Oh, ich habe ja noch das Okkudil. Daran habe ich natürlich gar nicht gedacht. Aber der hat jetzt auch schon. Oh. Na komm, jetzt hauen wir mal ums Enlatschen hier. Boah. Okay, das ist noch egal. So, jetzt geht's um alles. Also die ersten sind egal. Ich würde mal sagen, wenn wir hier so über die Hälfte rüber sind, dann muss ich anfangen zu critten und zu blocken. Und er darf nicht mehr blocken und nicht mehr so viel critten. Bis jetzt ist er vorne auf jeden Fall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr gut geblockt. Ah, fuck, jetzt hat er auch geblockt. Und nochmal geblockt. So, jetzt ein Crit. Sehr schön. 49. Und nein. Ja, Block. Oh nö. Naja, auf dem Char will ich eh nicht weiterspielen. So, das war auf jeden Fall mal sehr lehrreich und sehr lustig, der Kampf. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Mit dem überlegt euch auf jeden Fall, was ihr jetzt zocken wollt auf dem neuen Server, wenn ihr da auch mit anfangt. Berserker wäre da. Also der ist immer noch gut. Also der haut 15 Mal hintereinander, kann er noch seine Attacke raushauen. Das ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Halt nur bei Magiern wird es in den Dungeons dann auch nicht mehr möglich sein, die einfach wegzupilzen. Weil grundsätzlich hatte man jetzt ja immer die Chance, jeden Gegner umzuhauen, egal wie viel Leben, Schaden oder so hat. Also theoretisch kann ich mit einem Level 10 Berserker einen Level 300 Gegner im Dungeon besiegen. Ist unmöglich, weil ich mit Level 10 nicht einen gegen 300 da kämpfen kann, weil so schnell ich nicht alles freischalte. Aber grundsätzlich könnte er Chancen haben, wenn der Kampf möglich wäre. Weil er einfach vorher 100 Mal hintereinander zuschlagen können. Aber jetzt halt 15 Mal und die Wahrscheinlichkeit da ist recht gering und das ist trotzdem immer noch genug. Also an die 15 Schläge kommt man, glaube ich, normalerweise nicht ran. Das ist schon echt sehr unwahrscheinlich. Gut, in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.